Rafael Chavez Frias wurde am 21. Juli 1954 im westvenezolanischen Bundesstaat Barinas geboren. Er war der Sohn des Dorfschullehrers Hugo de los Reyes Chavez und seiner Frau Elena Frias de Chavez. Bereits mit 17 Jahren trat er in die Armee ein. In seiner militärischen Karriere erreichte er schnell den Rang des Oberstleutnants. 1986 gründete er eine Diskussionsgruppe. Sie engagierten sich für politische Ziele bis hin zum Putsch gegen die damalige Regierung. Der Versuch misslang und Chavez musste für 2 Jahre ins Gefängnis. Nach seiner Freilassung startete er seine politische Karriere und wurde 1998 zum Präsidenten gewählt. Beim venezolanischen Volk war er sehr beliebt, weshalb er 2-mal in seinem Amt bestätigt wurde. Als wichtigste Merkmale seiner Amtszeit gelten die bolivarianischen Missionen, eine Reihe von Sozialprogrammen für die ärmsten Bevölkerungsschichten, der Putsch gegen Chavez selbst, bei dem er aber nur für einen Tag das Präsidentschaftsamt niederlegen musste, und das von ihm beschlossene Mediengesetz, wonach ihm jeder Radio- und Fernsehsender wöchentlich 70 Minuten Sendezeit zur Verfügung stellen musste, damit er sein Volk über Projekte und Ziele informieren konnte. Hugo Chavez erkrankte 2011 an Krebs. 3 Jahre später erlag er in einem Krankenhaus in Kuba seiner schweren Krankheit.